Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Wir sammeln uns, wir konzentrieren uns, wir schicken Licht in die Welt und Liebe. Nächstenliebe, Menschenliebe, warme Liebe, die die Herzen erwärmt, die uns ein Miteinander, eine Gemeinschaft zeigt und die jetzt mehr denn je vonnöten ist. Daran arbeiten wir. Wir arbeiten an der Veränderung, an uns selber, an der Veränderung. Und ja, ich habe ja immer noch auch mit Leuten zu tun, die völlig im Mainstream sind und eigentlich die Hardliner, die nie etwas hören wollten von Veränderungen, die weitergehen als nur ein paar Wochen Lockdown, die jetzt erkennen können, das kann nicht gut gehen, so wie es gerade läuft. Und die auch langsam überlegen, wie soll mein Leben weitergehen? Und junge Leute sind betroffen, die nicht mehr ihre Planung machen können. Ja, dann gehe ich ein Jahr dorthin zum Studieren und dann vielleicht aus Europa raus nach Amerika oder nach Südamerika. Oder ja, es geht eben alles nicht mehr so, wie es mal möglich war. Und auch Europa schließt immer mehr die Pforten. Also wie ich höre, sind weitere EU-Länder jetzt dabei, harte Lockdowns zu beschließen. Und Ungarn, Portugal, Spanien war ja schon, wird wahrscheinlich auch wieder. Sodass eben auch junge Leute, die so innerhalb Europas unterwegs sind, zum Studieren, zum Arbeiten, immer weniger Einfluss haben auf ihre weitere Lebensplanung und wirklich vor die Grundfeste eines menschlichen Lebens gestellt werden. Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo geht die Reise hin? Ja, und ich hatte gestern euch vorgelesen aus meinem Buch Blutgericht Europa, aus dem Schlusswort, und ich wollte euch heute den zweiten Teil des Schlusswortes vorlesen, mit dem ich das Buch beendet hatte, das ich vor fast zwei Jahren veröffentlicht hatte. Ohne Mikrobe, aber doch schon erkennbar war, in welche Richtung die Veränderungen gehen werden. Und wir haben heute auch im Morgen-Podcast Stabil durch den Wandel haben wir eben auch darüber gesprochen, was es heute bedeutet, auf der Wach zu sein, also wachsam zu sein und wie wichtig es ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Wir bekommen ja auch viele Prophezeiungen und vieles, wie die Dinge weitergehen werden, Bibelinhalte, nicht von ungefähr. Weswegen die Leute, die sich dafür interessieren, eventuell andere Vorkehrungen für sich treffen können, als jene, die sagen, komm, bleib mir weg damit, das ist doch sowieso alles nur Spinnerei, damit habe ich nichts zu tun. Man wird sehen. Abgerechnet wird am Schluss. So, ich lese euch jetzt hier das Schlusswort zu Ende vor. Ein neues Weltbild. Seit Urzeiten herrscht ein Kampf zwischen der Kirche und der Menschheit. Man könnte auch sagen, zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen. Denn von Beginn der Zeiten an vertrat diese irdische Institution und ihre Vertreter in erster Linie ihre Eigeninteressen. Die obersten Kirchenfürsten in Rom sowie zahlreiche ihrer Handlanger in aller Welt bogen sich die Wahrheit so hin, wie sie ihnen gerade diente. Den meisten von ihnen war es gleichgültig, wie die Sachverhalte wirklich lagen, was Gott tatsächlich für die Menschen wollte. Wenn die Wahrheit nicht in ihre Pläne passte, so musste sie eben passend gemacht werden. Das war verheerend. Als Rom in den darauffolgenden Jahrhunderten die unselige Allianz mit Königen und Kaisern, mit den Mächtigen und Herrschern einging, und damit das einflussreiche Bollwerk von Staat und Kirche begründet wurde, gab dieses System der Lüge und Unwahrheit freien Lauf.
wertvolles Wissen, das die Menschen unabhängig machte von irdischen Institutionen, das sie allein in ihrer persönlichen Verantwortung vor den Schöpfer stellte, wurde vorsätzlich und unter unvorstellbaren Blutqualen der Menschen ausgerottet und vernichtet. Ich gehe hier mal kurz rein. Hiermit ist gemeint unter anderem die weltweite Christianisierung und Kolonialisierung. Also wir, die wir hier in Kanada leben, wissen ja, dass auch hierher die Europäer kamen, um zu christianisieren, um den Menschen ihren Naturglauben auszutreiben und zu ersetzen durch den christlichen Glauben, der ja, so wie Christus ihn gebracht hatte, nicht nur nicht falsch war, sondern die Grundlage alles Wissens war. Aber wie hat man es verbogen? Man hat also christianisiert, Andreas sagt immer kirchianisiert, indem man den Naturglauben, nämlich die Verbindung zum Wesenhaften, ausgerottet hat, ihnen verboten hat, den Menschen noch, also in Europa beispielsweise, wurden die sogenannten Götter verteufelt und verbannt. Man musste schwören, dass man Wotan, was zu diesen germanischen sogenannten Göttern gehörte, oder eben auch in Italien war es dann Juno und Jupiter oder im Griechenland, im alten Griechenland Hera und Zeus, dass man praktisch diese sogenannten Götter nicht mehr als existent betrachten durfte, sondern nur für die Menschen damals völlig ungewohnt in neu gebaute, dunkle, hohe Kirchen gehen sollte und Gott anbeten sollte. Die Menschen hatten früher auch zu Gott gebetet, aber sie hatten dazwischen eben noch diese sogenannten Götter, die übrigens bis heute real existent sind, aber aus dem Bewusstsein der Menschen herausgeschmettert wurden, weil es verboten wurde, unter Strafe, unter Todesstrafe. Und wenn wir uns die Statistiken ansehen, sind es am Ende hunderte Millionen Menschen, die der Kirchianisierung zum Opfer gefallen sind und damit eben wertvollstes Naturwissen aus dem Bewusstsein der Menschen herausradiert wurde, weswegen es heute so schwer ist für viele Menschen, da wieder einzusteigen, das wahrzunehmen. Man kann diesen Schritt auch nur machen, wenn man das möchte, wenn man das innere Bedürfnis, die Lichtsehnsucht danach hat. Ja, und ich will mal hier weiter in den Text reingehen, wo dieses Buch, dem Blutgericht Europa, hat ja den Untertitel Karl der Große als Ursache für den Niedergang Deutschlands und Europas. Karl der Große war ja derjenige, der flächendeckend angefangen hatte, blutig zu christianisieren. Und hier heißt es weiter in dem Text, mit dem Beginn der karolingischen Zeit im 7. Jahrhundert, also Karls des Großen, nach Christus begann ein beispielloser Leidenzug der Menschen in Europa, der bis zum heutigen Tage anhält. Richtiger gesagt, heute kurz vor dem Zerfall sämtlicher Systeme findet er seinen Höhepunkt. Ich muss nochmal erklären, Karl der Große hat im 8. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert eben christianisiert, in Europa, also das, was wir heute als europäischen Kontinent betrachten, nahezu alle Länder, die heute dazugehören, hatte er damals auf diesem Wege zwangschristianisiert. Und ja, spannenderweise ist es so, dass es ja wie in einer Situation eines Gewalttäters ist, der zum Beispiel einem Kind Gewalt antut, wenn dieses Kind nicht psychologisch betreut wird, wenn diese Wunden, die dem Kind gegeben wurden, nicht behandelt werden, dann läuft dieses Kind Gefahr, unter bestimmten Umständen später selber zum Täter zu werden, weil unverarbeitet diese ganzen Erlebnisse sind.
Und man kann es ähnlich mit Europa sehen. Es ist ja niemals wirklich bearbeitet worden. Die Geschichte wurde nie wirklich bereinigt und richtiggestellt. Bis heute wird Karl der Große gefeiert. Bis heute wird der Karlspreis vergeben. Frau Merkel hat ihn, Jean-Claude Juncker hat ihn, alle jene Menschen, die sich in Anführung ja eben erweisen für Europa. Und in Wahrheit müsste man natürlich mit diesem Thema Karl der Große völlig anders umgehen, wenn wir das Licht der Wahrheit da reinleuchten würden. Und das ist bislang nicht passiert. Und die Europäer wurden späterhin zu Tätern, denn es waren die Europäer, die in die Welt gezogen sind, hier in Amerika zwangschristianisiert haben und gleichzeitig kolonialisiert, also sich die Gebiete unter Nagel gerissen, gewaltsam mit Vertreibung und Ermordung der Naturvölker. Das Gleiche ist passiert in Australien und in Asien und in Afrika. Und das Buch Blutgericht Europa zeigt im Prinzip, wie das Pendel jetzt zurückschlägt, das Gesetz der Wechselwirkung. Was der Mensch sät, wird er ernten. Was von einem Land ausgeht an Gewalt, wird das Land zurückerhalten. Was von einem Kontinent an Gewalt ausgeht, das wird zurückkommen auf diesen Kontinent. Und das beschreibt dieses Buch Blutgericht Europa. Ich gebe zu, das ist kein besonders angenehmer Titel, aber ja, es ist sogar eine schwere Erbschaft, die angetreten wurde. Und naja, wir werden sehen, wie die Geschehnisse und die Geschicke der einzelnen Länder weitergehen. Auf jeden Fall möchte ich hier noch das Schlusswort zu Ende vorlesen. Die Politiker, die Regierenden, die hohen Entscheider dieser Welt, sie werden uns kaum noch helfen können, beziehungsweise dies wollen. Denn es liegt auch heute keinesfalls in ihrem Interesse. Ebenso wenig wie die mächtigen Kirchenfürsten, die unsere sterbende Welt nach wie vor noch mitbeherrschen. Sie alle werden herzlich wenig tun, denn gerade ihre Spezies war es ja, die Entscheidendes beitrug zu dieser verhängnisvollen Situation, zum Zusammenbruch der Welt. Die meisten dieser Leute haben, ohne je an künftige Generationen, an die Zukunft der Welt zu denken, von Beginn an mit ihren Programmen und Strategien rückhaltlos eigensüchtige, rein persönliche Positionen manifestiert, haben nur an sich gedacht. Noch sitzen sie bequem und sicher in ihren dicken Polstern des jedoch bereits in einem Höllentempo bergab rasenden Schicksalszuges nach nirgendwo. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden meiden und leugnen sie hartnäckig die Wahrheit, die der Welt allein Rettung bringen könnte. Sie bestreiten ganz bewusst, sie wollen es nicht. Andernfalls, das wissen sie ganz genau, wäre das Spiel für sie schnell aus. Und so grassieren seit langem schon vor allem Lüge, Betrug, Unterdrückung auf unserer Erde. Ein dichtes Netz ist es inzwischen, das sorgfältig von den Mächtigen gesponnen wurde und in das täglich neue hässliche Maschen gewebt werden, das zu durchdringen inzwischen jedoch praktisch unmöglich geworden ist. Ja, ganz spannend, dass das geschrieben wurde vor der Mikrobe und im Prinzip eigentlich sich die Dinge jetzt nur schneller bestätigen, als sie damals schon sichtbar waren. Weiter heißt es, und die Menschen, die Bürger, das Volk, die Völker dieser Erde? Die Masse trottet angesichts dieser offensichtlichen Beklemmungen noch erstaunlich gemächlich dahin. Zögernd nur hin und wieder skeptisch nach oben schauend, um den Blick doch schnell wieder auf die Fußspitzen zu senken, ehe es noch Ärger gibt. Eine Art Lähmung liegt über der Erde, immer noch unaufbrechbar, denn der passende Hebel dafür fehlt.
Mit herkömmlichen Methoden lässt sich das Schicksalssteuer nicht mehr herumreißen. Mit neuen politischen Programmen und Taktiken oder mit möglichen Umschichtungen von Macht und Einfluss sind erst recht keine Lösungen auszumachen. Denn nicht nur die Wurzeln unseres Weltsystems sind faul und übelriechend, sondern es stinkt vor allem auch vom mächtigen Kopfe her über den Globus. Gewiss, es werden nun langsam immer mehr, die aufzuwachen und die verfahrene Lage zu erkennen beginnen. Doch es geht noch so langsam, viel zu langsam. Es muss eine andere Einsicht her, ein für heutiges Fühlen völlig neuer Gedanke, eine kühne, starke Idee, die den ersten Schritt in jene Richtung zeigen könnte, die uns wirklich hilft. Ein Plan, der zwar längst für uns gedacht und vorgesehen ist, der definitiv existiert und endlich auf Entdeckung wartet, der uns jedoch vor Urzeiten genommen wurde und in völlige Vergessenheit geriet. Die heimatliche Melodie ist verklungen, die Töne sind lange verhallt. In den Anfängen des dritten Jahrtausends äußerte der weltberühmte Physiker Stephen Hawking eine erstaunliche und hilfreiche Erkenntnis. Er sagte wörtlich: Die Fortschritte unseres Verständnisses vollziehen sich nicht immer in kleinen und stetigen Zuwächsen, die auf der vorhandenen Arbeit aufbauen. Manchmal ist ein geistiger Sprung zu einem neuen Weltbild erforderlich. Ein geistiger Sprung, ein völlig neues Weltbild. Das würde bedeuten, dass unser derzeitiges falsch ist. Dass fast 8 Milliarden Menschen in Irrtümern leben, in verhängnisvollen Irrtümern, wie die kurze Bestandsaufnahme des derzeitigen Zustands der Erde ja deutlich zeigt. Ein neues Weltbild also. Schon immer gab es Menschen, die nach dieser Erkenntnis suchten. Sie ahnten stets, dass unser Wissen lückenhaft ist, dass da noch viel mehr sein muss, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und so ist es auch. Hier müssen wir ansetzen und suchen. Hier finden wir den ersten Schritt in die richtige Richtung. Gewiss, man braucht dazu großen Mut, denn die Massen, die einem zunächst geballt und geschlossen entgegentreten werden, angeführt von den mächtigen globalen Entscheidern, werden alles von Beginn an ersticken wollen, durch Spott, Hohn, Diskriminierung, aber auch durch Druck und Verfolgung. Denn dieser junge, gerade aufkeimende Gedanke ist natürlich nichts für Rationalisten und Materialisten, für Leute, die nur das glauben, was sie sehen und hören können und deren Geist weitgehend lahmgelegt wurde. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Denn unsere Welt ist inzwischen voll mit diesen Leuten. Es regieren weitgehend nur noch Kopf und Verstand. Das Herz bleibt immer öfter still. Die Empfindung wird abgewürgt. Mechanisches Funktionieren im täglichen Handeln, automatischer Stechschritt durchs tägliche Dasein. Die Sinne ruhen, sind wie tot. Wir Menschen haben die Verbindung zum Pulsschlag der Schöpfung verloren. Wird die Zeit reichen, um das Leben noch zurückzuholen, um das Innenleben zu reaktivieren? Um das Erkennen des Großen und Hohen noch möglich zu machen. Es ist kein schlagartiger Vorgang, sondern ein Begreifen und Vorwärtsgehen in Stufen, ein Ineinandergreifen der Erkenntnisse, damit der Aufbau des richtigen Wissens gelingen kann. Eine Herkulesaufgabe aus jetziger Sicht. Wer die Sehnsucht dazu nicht verspürt, ist schon verloren. Ein Riesenstück Arbeit. Blicken wir kurz zurück und fassen wir zusammen. Vor Jahrtausenden lebte der Vormensch recht einfach in der Natur. Er war verbunden mit den Elementen, kannte die Sprache des Windes, wusste auch ohne Uhr die Zeit einzuteilen und fügte sich willig ein in die Gesetze von Tag und Nacht. Mit dem Sonnenaufgang
begann sein Tag, der mit der einbrechenden Dunkelheit beendet war. Man ließ sich von den meist unsichtbaren Naturgeistern in die Welt der Nutzbarkeit von Pflanze, Feld und Tier führen, denn man hatte Kontakt zu ihnen. Der Verstand war noch nicht in dem Maße ausgebildet wie heute. Mit einer gewissen, jedoch notwendigen Kindlichkeit folgte man den Zeichen und Signalen im Wirken der Natur, schuf auf diese Weise eine Verbindung mit den Wesenhaften. Und man dachte damals viel weniger darüber nach, welche irdischen Ziele man sich etwa bis zum Lebensende zu erfüllen gedachte. Man lebte jeden Tag neu, ohne komplizierte Planungen und Strategien. Der Urmensch erkannte damals die sogenannten Götter als die Helfer des Höchsten an, die er sich stets durch Opfergaben und Wohlverhalten gewogen zu halten suchte, damit nicht der Zorn Gottes über ihn hereinbrechen und ihm etwa Unglück bringen mochte. Dieses Wissen um die stets erfolgende Wechselwirkung sorgte dafür, dass die Menschen ein weitgehend gesundes Maß an ethischen und moralischen Werten aufrecht erhielten. Sie mühten sich auch ohne Strafgesetzbuch, möglichst sündenfrei, ohne Vergehen gegen andere durchs Leben zu kommen. Der damalige Mensch besaß die ersten Grundkenntnisse über jene Helfer der unsichtbaren Welt, die sich mit ihm mit Rat und Tat zur Seite stellten und die unsere Erde einst erbauten. Bis zum heutigen Tag sind diese für die stete Entwicklung hier zuständig, für das Wachstum und Gedeihen in der Natur, für Aufbau, Blüte, Reife und den Verfall. Sie sind die entscheidenden Institutionen, die über Leben und Sterben mitentscheiden. Doch nicht nach ihrem eigenen Willen oder gar durch Willkür, sondern schwingend in den urewigen Schöpfungsgesetzen, die immer gleich bleiben werden und denen nichts und niemand entgeht. Damals wusste der Mensch noch mehr davon. Als vor 2000 Jahren dann der Gottessohn Jesus die Erde betrat, war der Zeitpunkt gekommen, das bestehende Wissen der Erdenmenschen über die unsichtbare Himmelsleiter, auf der zahllose Wesenhafte pflegend und aufbauend für den Planeten und die Lebewesen wirken, zu erweitern. Die nächste Erkenntnisstufe stand bevor. Christus brachte die reine Lehre vom Höchsten, von Gott, von seinem Vater, von dessen übermächtiger Anwesenheit die Menschen zu diesem Zeitpunkt zwar vage wussten, den sie teilweise auch als absolut übergeordnete Instanz ehrfurchtsvoll anbeteten. Doch waren ihnen nur wenige genauere Zusammenhänge und Regeln darüber hinaus bekannt. Zwar waren durch das Alte Testament die 10 Gebote durch Moses und die Lehren der Propheten in die Welt gekommen, doch diese kannte man nicht als flächendeckende Weisheit in der westlichen Welt. Mit dem neuen Wissen des Gottessohnes sollte nun ein vollkommenes Bild über die Schöpfung, über ihre klaren und einfachen Gesetze und ihr ganzheitliches Schaffen im Menschenbewusstsein manifestiert werden. Nur wer das gemeinsame Schaffen des sichtbaren und unsichtbaren Lebens in der Natur kennt, das allein den Willen des Schöpfers erfüllt und in diesem schwingt, der kann dessen Größe überhaupt erahnen. Jesus sprach viel darüber. In Gleichnissen versuchte er, den damaligen Menschen Erklärungen dazu abzugeben. Und er erweckte den Funken der Gottesliebe in den Menschenseelen. Auch die Liebe gegenüber allen Menschen im Miteinander als Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben formulierte Christus in dem einfachen, doch mahnenden Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit anderen Worten, tust du dies nicht, wird es auch dir selbst nicht gut bekommen. Diese mächtige Lehre in aller Einfachheit gebracht, von vielen jedoch noch nicht erkannt und deswegen klein geredet, bestimmt letztlich die ganze Erde bis zum heutigen Tage. Die Sendung des Gottessohnes sollte den Menschen also den nächsten Entwicklungsschritt bringen.
Doch zu diesem Wissensaufbau kam es nicht. Dafür sorgten in erster Linie die Mächtigen in Staat und Kirche. Schon kurze Zeit nach dem irdischen Abscheiden Christi begannen sie, mit roher Gewalt der Menschen wertvolles Generationenwissen rund um die Natur, um das Leben und Sterben zu zerstören. Sie trieben ihnen gewaltsam die uralten Erinnerungen an das lebendige Treiben zwischen Himmel und Erde aus. Ihr Bewusstsein über die sogenannten Götter und Riesen, die von vielen Menschen damals gesehen werden konnten. Ebenso wurde das Wissen um die kleinen Naturwesen ausgelöscht, ohne die unser Planet jedoch niemals existieren könnte. Die Kräuter- und Heilkunde, der Werkzeugbau, die Lehre über das Wachsen der Früchte und Pflanzen, all das stammte einst von den unvergänglichen Wesenhaften. Sie waren es, die es unseren Vorfahren in geduldiger Freundschaft und liebevoller Besonnenheit vermittelten. Sie könnten es bis heute tun, denn sie sind noch an ihrem Platze, wie sie es ewig sein werden. Der Mensch indes ahnt nichts davon. Alle diese wunderbaren Schöpfungshelfer wurden vor langer Zeit schon aus unserem Bewusstsein entfernt. Überheblich verwies man sie in das ferne Land der Sagen und Legenden und legte sie dort, weit ab unseres Erkennens, höhnisch in geistige Ketten. Es wurde verboten, über sie zu sprechen, verboten, ihre Existenz zu bejahen, verboten, mit ihnen in Verbindung zu treten. Es waren schwere Geschütze, die aufgefahren wurden. Wer sich nicht fügte, wurde bestialisch ermordet, verbrannt, vor den Augen der johlenden, manchmal auch entsetzt schweigenden Menge, die mit jedem neuen Fall gewarnt wurde: Halt! Wir werden auch beim nächsten Fall genauso erbarmungslos verfahren. Hütet euch! Auch wurde der Kirchenbann über das Thema gelegt, ebenso wie über die wichtige Reinkarnationslehre, die im 6. Jahrhundert nach Christus aus den Kirchenlehren gestrichen worden war. Die wesenhaften Helfer des Schöpfers, die über lange Zeit in engem Austausch mit den Menschen lebten und ohne die ein lebendiges Wirken auf diesem Planeten überhaupt nicht möglich wäre, wurden somit gewaltsam aus dem menschlichen Denken entfernt. Damit wurde den Menschen vor allem die lebendige Verbindung zum Schöpfer abgeschnitten. Doch nur wir Menschen verloren sie, und wir schadeten uns damit ausschließlich selbst. Denn ob es den Kirchen und Regenten passte oder nicht, diese Wesen existierten selbstverständlich fort bis zum heutigen Tage. Und auch in der Jetztzeit sind manche begnadeten Menschen noch fähig, diese wunderbaren Wesenheiten schauen zu dürfen. Die meisten tun es still. Sie verschweigen ihre Eignung lieber. Denn auch heute wären Häme und Bissigkeit die sichere Antwort darauf. So gründliche Arbeit hatte man damals geleistet. Jetzt steht der größte Teil der Menschen auf der Welt mit leeren Händen da. Hilflos sind diese, weil ihnen jegliches Werkzeug zum Leben fehlt. Heute leben wir Menschen in einer Zeit des gewaltigen Umbruchs, und immer mehr Menschen können dies auch spüren. Immer öfter ist vom jüngsten Gericht die Rede, das doch schon von Urzeiten an von den Propheten gekündet wurde. Die Zeichen der Zeit stellen uns vor diese wachsende Erkenntnis. Der Mensch hat den Planeten Erde bereits nahezu vollständig zerstört. Das Wasser, die Meere, die Wälder, die Böden ausgelaugt, verschmutzt, vergiftet. Die Tiere, Vögel, Fische, Säuger, sie werden gequält durch Menschenhand. Milliarden Male täglich. Der Rausch, die Gier nach Macht und Geld hat sämtliche Positionen verschoben. Die Umverteilung von fleißig nach reich ist zum einzig florierenden System unseres Erdballs geworden. Die weniger immer reicher werdenden plündern die immer ärmer werdenden Ärmsten der Armen aus. Unsere politischen Systeme funktionieren nicht mehr.
Die sogenannten Volksparteien sind schon lange keine Parteien für das Volk mehr. Sie werden bei den Wahlen abgestraft. Manche gehen bereits ihrer Auflösung entgegen. Ihre öffentlichen Vertreter spüren zunehmend, dass der bevorstehende Wandel ihre Existenzgrundlage vernichten wird. Die Bürger machen keinen Hehl mehr aus ihrer Unzufriedenheit. Das Rad dreht sich immer schneller. Niemand, der heute noch ganz oben fest im Sattel sitzt, hat die Garantie, dass er sich dort auch morgen noch findet. Schon beginnen die Fragen: Was kommt dann? Welches System, wenn nicht die politischen Parteien, die derzeit noch fast weltweit herrschen, wird für Ordnung sorgen können? Eigentlich ist die Frage nicht schwer zu beantworten. Anfänge dafür sind bereits in der aktuellen Naturwissenschaft, der Physik, Chemie, Biologie und auch im Energiesektor, in der Technik, in der Informatik sichtbar, wo sich eine wachsende Zahl von Forschern längst darüber im Klaren ist, dass nur umweltgerechtes Handeln im Einklang mit der Natur noch von langfristiger und segensreicher Bedeutung sein kann. In den Zuständen höchster Not und Verwirrung auf dieser Erde finden wir zu den Schöpfungsgesetzen zurück. Auch sogenannte Bionikforscher gehen davon aus, dass die belebte Natur immer perfekte Strukturen entwickelt, von denen der Mensch lernen kann. So finden sich seit einigen Jahren immer mehr an der Bionik interessierte Naturwissenschaftler und Ingenieure, Architekten, Philosophen und Designer zusammen. Ihnen geht es um das Erkennen und Umsetzen von Lösungen aus der belebten Natur. Prominentester Vordenker war schon vor Urzeiten das italienische Gesamtgenie Leonardo da Vinci, der bereits Anfang des 16. Jahrhunderts den Vogelflug analysierte und seine Erkenntnisse auf Flugmaschinen zu übertragen suchte. Ein weiteres beeindruckendes Beispiel aus unserem täglichen Alltag wird immer wieder gerne hervorgehoben, dass die logische Einfachheit beweist, mit der Natur zu denken und Lösungen für unser tägliches Leben anbietet. Zum Beispiel der von Kletten inspirierte Klettverlust. Ja, man muss kein studierter Philosoph sein, um hier recht zügig zu ganz natürlichen und einleuchtenden Antworten zu finden. Wie kann ein menschliches Zusammenleben dauerhaft, ohne die inzwischen leider weitgehend abgeschafften Tugenden wie Ethik, Moral, Treue, Verantwortungsbewusstsein funktionieren? Die gewaltige Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, lässt sich nicht mehr im Alleingang lösen. Sie verlangt eine Hilfe universalen Ausmaßes. Wer Christentum predigt, doch seine Schäfchen einst mit Schwert und Feuer zur Einsicht bringen wollten, will sich über die heutigen Folgen wie Mord und Totschlag wundern? Paradox. Ein Christentum, das nie auf einem gesunden Fundament stand, das aus reinem Gottesglauben besteht, wird niemals langfristig eine glückliche Gesellschaft wachsen lassen können. Wer wirklich an Gott, den Schöpfer, und nicht an die Institution Kirche glaubt, der wird sich stetig um die Einhaltung der Schöpfungsgesetze mühen. Er erkennt Gottes Willen im Kleinen wie auch im Großen und richtet sich danach. Wenn er dann mitschwingt im großen Fluss des Universums, wenn es ihm unmöglich wird, gegen die Gebote zu verstoßen, weil auch die irdisch herrschenden Institutionen und Regenten unter dem höchsten Geleit ihre Gesellschaftssysteme entwickeln und streng auf deren Einhaltung bestehen, so haben grauenhafte Verbrechen, Kriege, Korruption, Zerstörung und Machtgier keinen Platz mehr auf dieser Erde. Erst dann, wenn wir Menschen bereit sind, diese notwendige Entwicklung zu akzeptieren, wird es endlich auch den ersehnten Frieden geben können. Ja, und morgen sprechen wir dann noch über die Schritte unserer Genesung. Danke.